Hygiene ist heutzutage äußerst wichtig. Aber das war noch nicht immer so. Beziehungsweise es ist noch gar nicht so lange her, da hatte man eine Art der Hygiene, die uns heute äußerst unhygienisch vorkommen würde. Heute zeigen wir euch, wie die in Anführungszeichen Hygiene von damals aussah. Los geht's! Nummer 5. Seife ist keine neue Erfindung. Sie ist bereits über 3000 Jahre alt und auch im Mittelalter hat man sie verwendet. Allerdings nur in sogenannten Badehäusern, wo sich alle ein und dasselbe Wasser teilten. Eigene Badewannen, so wie wir sie heutzutage haben, hatten nur die allerwenigsten. Ganz zu schweigen von Duschen. Was es im Mittelalter auch noch nicht gab, Waschmittel. Seine Wäsche hat man mit Lauge, Asche, Schwefel und sogar mit Urin gewaschen. Nach einem lieblichen Frühlingsduft kann diese Wäsche also nicht gerochen haben. Nummer 4. Natürlich wird's nicht besser und wir bleiben beim Urin. Mit Urin verbinden wir absolut nichts Hygienisches, eher im Gegenteil. Aber damals sah das Ganze noch etwas anders aus. Das Pipi der Menschen wurde nicht nur in diversen Medikamenten verwendet und soll eine heilende Wirkung gehabt haben. Es wurde auch zum Bleaching genutzt. Man nutzte Urin, um sich die Zähne weißer zu machen. Ob das so gut geklappt hat? Ich bezweifle es ja so ein bisschen. Aber apropos Zähne. Damals waren die Zähne natürlich bei weitem noch nicht so gut erforscht, wie sie es heutzutage sind. Man dachte, dass Löcher in den Zähnen von kleinen Würmern verursacht werden, die im Zahn ihr neues Zuhause suchen. Man hat den Rauch von Kerzen genutzt, um diese angeblich vorhandenen Würmer abzutöten. Nummer 3. Toilettenpapier ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Womit sollen wir uns denn sonst den Hintern abwischen? Auch in China ist die Erfindung schon über 2200 Jahre lang bekannt. Hier in Europa sah das allerdings vor einiger Zeit noch ganz anders aus. Noch bis ins Jahr 1850 nutzte man kein Toilettenpapier, sondern Sand, Moos, Laub und auch einfach Steine, um sich den Po abzuschmieren. Bei den alten Römern war es auch nicht viel besser. Sie hatten öffentliche Toiletten, auf denen man einen Schwamm festgebunden an einem Stock finden konnte. Der wurde dann von allen Menschen genutzt, um sich den Po sauber zu machen. Uah. Also das finde ich nun wirklich widerlich. Aber naja, sie wussten es eben nicht besser oder ihr Schamgefühl war ein anderes. Wie auch immer, weiter mit der Nummer 2. Was für uns ein warmes Bad und ausreichend Bettruhe ist, das war für die Menschen im Mittelalter der Blutegel. Egal was man hatte, oft führte man es auf unreines Blut zurück. Das wurde einem dann durch Blutegel entzogen. Blutegel werden auch teilweise heute noch genutzt, um bestimmte Krankheiten zu heilen. Beispielsweise bei einer Kniearthrose. Die Speichelflüssigkeit der Blutegel soll in solch einem Fall entzündungshemmend sein. Um das Blut zu reinigen, wurde damals übrigens auch der sogenannte Aderlass durchgeführt. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, einfach mal googeln. Es sei nur so viel gesagt, Sinn hatte es eigentlich nicht. Nummer 1. Noch ein wahres Wundermittel. Hühnerkot. Zumindest im 17. Jahrhundert wurde der Kot von Hühnern von vielen Medizinern empfohlen. Man sollte den Kot auf die Kopfhaut auftragen. Dort sollte er vor allem gegen Haarausfall helfen. Aber auch bei schlechtem Atem und Unfruchtbarkeit sollte der Hühnerkot Abhilfe schaffen. Stellt euch das mal vor, ihr geht zum Arzt, weil ihr Haarausfall habt oder sowas und der empfiehlt euch einfach eine ganze Handvoll Hühnerkot in die Haare zu schmieren. Ja, nee, das würde heutzutage wohl nicht mehr passieren. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da, teilt das Video mit euren Freunden und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch hier jetzt noch ein weiteres Video anschauen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund, peace out.